Ja, Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr seht, befinde ich mich gerade vor der Aurora, einem Starterschiff. Und ich möchte euch mal zeigen, was man mit diesem kleinen süßen Starterschiffchen auch alles eigentlich schon für Geld verdienen kann. Vor allen Dingen in welcher Zeit, ohne dass man jetzt wirklich irgendwie Dogfight machen können muss. Also jetzt gegen andere Raumschiffe kämpfen, wie auch immer. Ja, und zwar geht das mit einer speziellen Mission. Die zeige ich euch mal. Und zwar ist das diese Mission hier. Halt Illegal Surveillance, ja. Da geht es wieder darum, ich habe das ja schon mal gemacht. Ich habe da ein Video zu gemacht. Und zwar ist das diese drei Monitore, die man zerstören muss, rund um das Com-Array. Und ja, diese Mission, die kann man immer wiederholen. Sobald man eine erledigt hat, ist die nächste auch wieder frei. Ich befinde mich gerade im Hurston-System. Da kann ich das auch nur empfehlen, weil die ploppt da immer wieder auf. Da kann man die gut machen. Ja, ich würde sagen, ich starte einfach mal den Timer. Den seht ihr oben rechts in der Ecke. Was war das jetzt von Rumsen? Alter Schwede. Und wir gucken einfach mal, in welcher Zeit wir wie viel Geld zusammenkriegen. Stopp! Eins habe ich vergessen. Müssen wir vorher nur gucken. 680.298 habe ich aktuell. 680.298. Und da gucken wir mal, in welcher Zeit wir was hinkriegen. Ja. Also dazu braucht man wirklich keine Vorkenntnisse. Ja. Die Ziele sind statisch, das ist auch schon mal ein guter Vorteil. Und im Grunde genommen geht das eigentlich prima mit der Aurora. So, die Tore habe ich schon öffnen lassen. Und auf geht's. Der Vorteil ist auch bei diesen Missionen, dass man die Ziele direkt anspringen kann. Nicht so wie bei manch anderen Missionen, wo man dann noch irgendwie hunderte Kilometer weit fliegen muss. So, wie die Mission genau funktioniert, das seht ihr in dem Video, was ich da oben verlinkt habe, in der Infobox. Ich erkläre da jetzt mal gar nicht mal so viel zu, denn jetzt geht es einfach nur darum, möglichst viel von diesen Missionen in möglichst geringer Zeit machen. So, da haben wir schon einen. Was wichtig ist, wenn ihr da mehrere hintereinander, wenn ihr da nicht mit den, da kommen auch Feinde nach einer Zeit. Ja, ihr müsst einfach nur versuchen, die so schnell wie möglich platt zu machen, die Dinger hier. Na. So, nächster. Da ist der nächste. Ja, da hinten ist schon wieder ein Feind, ja. Also wie gesagt, die Ziele sind statisch, aber wenn ihr euch natürlich bewegt, sind sie das nicht mehr. So. Oh, nochmal ein Ziel genommen. Falls ihr irgendwie keine findet, nicht wisst, wo er suchen soll, da kann ich euch nur empfehlen, nehmt wieder das Com-Array ins Visier. So wie hier da hinten, ja. Fliegt drauf zu.
Und dann müsstet ihr von da aus dann auch wieder andere Monitore in den Scan reinkriegen. Nein, das ist ein Feind. Da. Ja, also solange die Feinde euch nicht beschießen und ihr nicht wirklich in eine Bredouille kommt, kümmert euch einfach gar nicht drum, ja? So. Enemy down. Was machen wir jetzt? Ganz schnell zurück nach Hursten. Bevor die Feinde kommen. Ja, wo ist denn mein... Warum hätte man das Ziel nicht im Visier? Okay, wahrscheinlich, weil ich noch in der Restricted Area bin. So. Zack, wir können auch einfach mit C im Autopilot fliegen, schnell die nächste Mission raussuchen. Okay, ist noch nicht da. Dann fliegen wir einmal nach Hursten zurück, dann sollte die aufploppen. Ja. Wir können auch nach Aberdeen fliegen, ist egal. Hauptsache erstmal weg. So, da sind wir außerhalb des Gefahrenbereichs. Comlink ist wieder da. Und da haben wir den nächsten. Gar nicht lange lesen. Zack, weitermachen. Bam, zack, da haben wir es. Einmal ins Visier nehmen. Na, nicht arg. Was macht der denn da? So, und weiter geht's. Fröhliche Scan. Wie ihr seht, ich habe die Energie unten links. Ich habe die Energie voll auf die Waffen geleitet. Ja, solange ich nicht irgendwie im Kampf gegen andere Schiffe bin. Und meine Schilde irgendwie da jetzt halten müssen. Ihr könnt es auch so machen. Wenn ihr den ersten Monitor zerstört, dann tickt von zum einen mal die Zeit, ja, und zum anderen kommen dann halt auch eventuell Feinde. Ihr könnt euch die auch vorher schon mal so ein bisschen suchen, ja, dann wisst ihr nämlich, wo ihr hin müsst.
Junge, Junge, Junge. Ja, okay, das ist wirklich nicht so easy. Na komm, da muss man wirklich. Ich mach mal die Geschwindigkeit generell mal ein bisschen runter, so. Oh, nein. Ah, haarscharf. Jetzt bleib doch mal stehen, Mensch. Oh. Was war da jetzt? Scheiße. Jetzt habe ich ihn weggerammt. Okay, das geht auch. Wie ich sehe, meine Schilder haben es ausgehalten, mein Schiff auch. Oh, da wurde mir jetzt aber ein bisschen warm. Also wie man sieht, auch bei den Missionen hier kann es durchaus knapp werden, wenn man nicht weiß, was man macht. So wie ich jetzt gerade. So, wo ist der nächste? Da war doch was. Ja, also wirklich ganz langsam nähern. Das gibt's doch nicht, Kerl. Hält denn das Ding ja auch mal an? Also ich muss sagen, diese Aurora hier, ne? Die sieht nicht nur aus wie eine Zigarre, die bewegt sich auch wie eine Zigarre. Ja, jetzt weiß ich auch, was ich falsch gemacht habe. War die ganze Zeit im Autovorschub. Aber ich habe ja nie gesagt, dass ich ein Profi bin. Tickt das anscheinend hier ein bisschen rum. So. So, und den letzten. Also ihr seht, ihr werdet es wahrscheinlich auch noch besser hinkriegen als ich, ja? Wenn man zum Beispiel dann mal nicht vergisst, den Autovorschub auszumachen. Oh, ich sehe gerade, ich habe eine Waffe verloren. So, Objective complete. Perfekt. Die nächsten 20.000 im Sack. So, Moment, fliegen wir mal nach Areal. Na, vielleicht haben wir auch schon wieder eine neue frei. Okay. Dann ab nach Ariel. Ah ne, Areal. Thank you.
Okay, manchmal muss man ein bisschen warten. Oh, da habe ich aber auch noch eine Menge offen. Dann fliegen wir mal nach Hörsten zurück. Das geht ja schnell, nicht? So, da haben wir die nächste. Annehmen. Okay, die ist bei Magda. So, weiter geht's. Guck mal, da haben wir doch schon direkt einen. Da haben wir auch einen. Ab zu Nummer 2. Und da haben wir den nächsten. So, auch wieder geschafft. Wir packen uns direkt wieder. Nein. Direkt wieder Hörsten ins Ziel. Auf das Geräusch immer achten. Befindet ihr euch irgendwie in der Map jetzt hier, so wie ich. Und ihr hört das Geräusch. Sofort ein paar Decoys raus. Dann klappt es auch mit dem Nachbarn. So, jetzt fliegen wir einfach mal weg. Wie ihr seht, wenn man das schnell genug hintereinander macht, die Monitore weg, dann braucht ihr euch um die Feinde da gar nicht kümmern.
So schnell kommen die nicht. Schauen wir mal, ob schon eine frei ist. Nope. Ach, da fliegen wir nochmal nach Hörsten zurück. Let's go to Hurston, the planet who never sleeps. Because he's a planet. Die nächste. Auf nach Aberdeen. Okay, dann müssen wir einmal um den Mond herum. Und weiter geht's. Oh, guck mal, da haben wir sie alle. Ja, nehmen wir erstmal den. So, wo war der zweite? Da haben wir einen 10, da einen 8. Okay, da tickt er wieder ein bisschen rum.
Und wir haben den letzten. So, wieder geschafft. Dann wählen wir uns wieder Hörsten aus. Ja, also aus der Restricted Area könnt ihr nicht heraus warpen. Da müsst ihr erstmal rausfliegen. Wie ihr seht. So, wir sind jetzt bei 26 Minuten, 26,5 Minuten und eine wollen wir auf jeden Fall noch schaffen. Noch gibt's keine. Da haben wir sie. Annehmen. Let's go. Okay, die Sicht ist jetzt hier natürlich ein bisschen suboptimal. Schön gegen die Sonne. So, da ist das Com-Array und da haben wir sie schon alle drei wieder.
So, wo war den anderen? Da war einer in 13,4. Aber ich hatte doch noch einen, der war näher dran. Ah, da ist er ja. Ah, da werde ich schon beschossen. Aber auch das kriegen wir noch hin. Komm, komm, komm. So. Jetzt nichts wie weg. Ja, die ganze Energie auf die Schilde umschalten. So, wir wählen uns wieder Hursten aus. Da seht ihr, da kommt er eigentlich dann relativ schnell auch wieder raus. Wenn ihr nichts verlieren wollt, dann fliegt er einfach nackig. Und da kann euch auch nichts passieren. Schiff könnt ihr schnell wieder claimen. So, wir haben jetzt, okay, knapp etwas über 30 Minuten. Ich denke mal, hätte ich mich da bei der ersten oder zweiten Mission da nicht ganz so doof angestellt, dann wäre es wahrscheinlich exakt 30 Minuten geworden, ja. Und da gucken wir mal, was haben wir denn? 780.000. 680.298 habe ich vorher gehabt. So, wir haben jetzt in 30 Minuten haben wir 100.000 Gewinn gemacht, ja. Also ihr könnt in einer halben Stunde könnt ihr 100.000 Gewinn machen, in einer Stunde 200.000, ja, und das mit nichts anderem als dem Starterschiff. Und ich denke mal, da kann man schon, das ist eigentlich schon eine ganz gute Sache, ne? Vor allen Dingen habt ihr den Vorteil hier gegenüber dem Mining, dass halt eben 30.000 Fehler hier scheißegal ist, ja. Wenn ihr den Rock voll habt und habt eine halbe Stunde gemeinert und da gibt es ein 30.000, dann ist die halbe Stunde für Nüsse gewesen. Aber ja, hier steigt ihr dann halt eben einfach wieder ein im Hursten-System nach dem 30.000 und macht weiter, wo ihr aufgehört habt. Ne? Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Der Tipp war nützlich. Lasst gerne ein Like da, ein Abo, wenn ihr möchtet. Würde mich freuen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Bye, bye.